Und wir möchten sprechen mit unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner, ist uns aus Moskau zugeschaltet. Christoph, lass uns erst einmal auf die Krim blicken. Gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse über die Ursache des Brandes und damit auch der Explosion? Ja, so wie ich das verstanden habe, machen die russischen Militärs für diese Zwischenfälle jetzt auf der Krim vor allem Sabotagetrupps verantwortlich der Ukrainer. Und das zeigt uns, dass die Schwarzmeerhalbinsel verletzbar ist, dass die Russen dort ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärken müssen. Es ist überdeutlich geworden, dass die Ukraine über die Möglichkeiten verfügt, auch auf der Krim den russischen Militärs und der russischen Militärinfrastruktur Schaden zuzufügen. Jetzt nicht nur über Sabotagetrupps, wie es wohl in diesem Fall gewesen ist, sondern sie haben auch die Waffen dazu, die Krim anzugreifen. Westliche Waffen, wie zum Beispiel den US-Raketen, Mehrfachraketenwerfer HIMARS oder auch die Drohnen, die die Amerikaner geliefert haben, wie zum Beispiel diese Kamikaze-Drohne Switchblade. All das sind Instrumente in den Händen der ukrainischen Streitkräfte, die den russischen Militärs extrem wehtun können. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Hat euch der Bericht gefallen? Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.